Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von DEFMA Models. Willkommen zu einer neuen Folge hier. Jetzt ist er nämlich endlich eingetroffen. Ausgabe 22 vom Bugatti Veyron. Ja, wie schon im vorletzten Video angekündigt, gibt es mit diesem kleinen Plastikteule-Beutel heute das Innenleben der Fahrertür. Und das werden wir kurz und schmerzlos Schritt für Schritt kurz mit Hilfe der Anleitung hier ja, die Kleinteile an der Tür montieren, und dazu lade ich euch recht herzlich ein. Ich würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da lasst, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und natürlich auch einen Daumen nach oben da lasst, wenn es euch gefallen hat. So, wir brauchen natürlich als allererstes mal die Fahrertür, und dann drehen wir uns die hier mal auf die Innenseite, legen das hier aber vorsichtig ab wegen dem Rückspiegel, dass man den hier nicht beschädigen, ne? Wäre ja schade drum. Jetzt haben wir so einen Haufen Geld für ein Plastikauto und dann geht der Rückstrahler kaputt. Der Rückscheinwerfer. So, wir haben PS05 und PS07 Schrauben dabei. Da schauen wir gleich mal, wo das Ganze hinkommt. Des Weiteren haben wir noch diese vier Bauteile dabei. Okay, wir nehmen uns als erstes dieses Bauteil, nehmen danach hier das Bauteil, wo hier die Fensterheber drin sind, und setzen das jetzt erstmal entsprechend hier unten ein. Halt, die haben das so rum. So, das passt auch nur in eine Richtung rein, und dann haben wir hier ein Schraubloch, in welches eine PS05 Schraube reinkommt. So, wenn wir das haben, setzen wir jetzt diese Bauteile zusammen, stecken das Teil ebenfalls wieder passkonform hier oben rein. Drücken das einmal durch, und dann haben wir jetzt hier ein Schraubloch, da kommt eine PS07 rein. Bei denen müsst ihr wieder aufpassen, das ist ja so eine ganz feine Schraube, dass man die nicht gleich überdrehen. So, im Anschluss nehmen wir uns die Tür vor, dieses Bauteil, und klippen das jetzt hier einmal rein. Also am besten einfach als erstes hier einhängen, ja, und dann hier bloß eindrücken. Und dann haben wir nochmal dieses Bauteil hier. Das kommt dann entsprechend noch hier drauf. So, hier müssen wir ein bisschen tricksen, ne? Als erstes hier in diesen Rahmen einlegen, und danach haben wir jetzt hier unten noch so einen Stift dran, der muss noch hier in dieses kleine Loch reingeschnipst werden. So, da ist er drin. Jetzt drücken wir das hier noch fest und schwuppdiwupp ist die Sache erledigt. Zack. Ja, ihr Lieben, so schnell kann eine Videofolge vorbei sein, aber die zweite von den zwei Türen ist jetzt auch soweit fertig, ne? Und wartet auf den Einbau. Ich bin gespannt, was in Ausgabe 24 auf uns wartet, ob da jetzt, so wie ich schon im letzten Video angedeutet habe, in Ausgabe 23, dass die ganze oder diese ganzen Einzelteile für die, was ist genau, fürs Auspuffrohr, ja, ob sich da das alles in vier Heften nochmal wiederholt, und ja, bleibt abzuwarten. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen und sage daher Tschüss und bis zum nächsten Mal.